Ja, guten Tag. Wir freuen uns, dass wir heute innovative und kreative Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien vorstellen dürfen. Vielleicht nur kurz zu unserer Person. Wir unterrichten beide an der Praxis Volksschule und auch in der Praxis Mittelschule in Linz. Wir hängen mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich zusammen und haben dort, sind dort als Lehrende tätig. Gut, dann. Wir haben im Rahmen unseres digitalen Konzepts haben wir uns mit konkreten Praxisbeispielen auseinandergesetzt und die erprobt und ausprobiert und jetzt einfach sozusagen das Best-of zusammengestellt an den besten Beispielen, die wir in der letzten Zeit mit unseren Schülerinnen und Schülern umgesetzt haben. Als erstes möchten wir, also zuerst zeigen wir immer die Praxisbeispiele und dann sprechen wir, wie es zur Erstellung dieser Tools gekommen ist und so weiter. Wir zeigen jetzt als erstes eine Nachrichtensendung, die Europa News, die wir mit unseren Schülerinnen und Schülern produziert haben. Heute für Sie im Studio Rebecca Reuss und Jasper Mehringer. Hallo, Zeit für eine Kaution Nachrichten. Heute haben wir das hier für euch vorbereitet. Alle wichtigen Begriffe rund um das Thema Geld. Wissenswertes rund um die Bank von Bankdirektor Oma. Und was ist ein Sparbuch? Wie kann man ohne Bargeld bezahlen? Was Sie jetzt sehen, ist einfach eine Art Tutorial, wie man es ja jetzt sozusagen kennt. Und wir haben es jetzt einfach gedacht, sozusagen, wir machen es mit den Kindern so, beziehungsweise das ist wirklich auch von den Kindern selbst gemacht, einfach mit so einem Art Zeichenprogramm. Und da zeigen wir Ihnen mal, was so ein Ergebnis davon ist. Um ohne Bargeld bezahlen zu können, braucht man ein Konto bei der Bank. Dann kann man darauf Geld einzahlen. Das heißt, man bringt Bargeld zur Bank und gibt es dort ab. Die Bank behält das Geld und vermerkt das in ihrem Computer. Man sagt, das Geld wird deinem Konto gutgeschrieben. Um aber ein eigenes Konto zu haben, muss man alt genug sein. Wenn ich etwas in einem Geschäft kaufen möchte, kann ich mit meiner Bankomatkarte bezahlen. Nach der Bezahlung. Genau, das war ein kleiner Ausschnitt davon. Als nächstes würde mir jetzt einfach einmal zeigen, sozusagen, wie auch die Kinder die Interviews machen, beziehungsweise wie es jetzt grundsätzlich eigentlich das funktioniert, beziehungsweise wie es eigentlich ausschauen würde mit dem Greenscreen. Also wie wir das eigentlich hinbekommen, dass dann es doch ein anderer Hintergrund ist. Und Sie sehen dann jetzt einfach einmal, jetzt da wird es gleich so abgeschnitten. Banken können auf verschiedene Weise Geld verdienen. Auf einer Bank kann man... Rede und Antwort. Wie verdienen Banken ihr Geld? Banken können auf verschiedene Weise Geld verdienen. Auf einer Bank kann man Gebühr oder man wechselt Geld in eine andere. Sie sehen, das ist eigentlich dasselbe Interview, einfach alles vor einem grünen, sozusagen vor einer grünen Wand. Und Sie können dann einfach ein x-beliebiges Foto, Video als Hintergrund hinzugeben. Und so haben wir sozusagen unsere ganze Nachrichtensendung dann mit den Kinder produziert. Sie sehen dann auch am nächsten Video dann einfach, wie das sozusagen das Studio ausschaut bei den Kindern. Genau. Und na, das überspringen wir mal gleich. Entschuldigung. Genau. So schaut sozusagen jetzt grundsätzlich unser kleines Videostudio aus, was wir uns im Keller aufgebaut haben. Sie sehen, wir haben hinten, haben wir sie einfach sozusagen zwei Stative gekauft mit einer Querstrebe, haben einfach einen grünen Stoff bestellt, haben den mit so einer Art große Wäscheklammer befestigt. Wir haben auch einfach fürs bessere Licht, weil wir halt leider im Keller arbeiten, beziehungsweise was auch manchmal ein Vorteil ist, aufgrund von der Ruhe, haben wir sich noch ein extra Licht gekauft. Sie sehen, wir haben da vorne, für vorne haben wir zweimal so eine Art passives Licht, einfach damit hinten der Kontrast einfach schöner ist. Das heißt, das ist für das Videoprogramm, tut sie dann leichter, dass er die Kinder erkennt, beziehungsweise dann den virtuellen Hintergrund mit dem Grün.
Und wir haben dann sozusagen für von vorne, wo die Kinder beleuchtet werden, haben wir zwei so LED-Lampen, Schirme sozusagen gekauft, die auch einfach sozusagen auch ihre Farbe ändern können, weil es manchmal halt einfach lustig, zum Beispiel, wenn man eine Szene nachstellt, wo sie vielleicht gerade sozusagen von der Polizei gejagt werden oder auf der Flucht sind, dann kann man das mit ein bisschen so ein Blinken machen oder mit ein paar anderen Farben. Das wirkt einfach da manchmal recht lustig und den Kindern gefällt es recht. Ja, wenn Sie sich das angeschaut haben mit den zwei Kindern vorher, gerade sozusagen bei der Nachrichtensendung, die haben ja ganz brav immer in Richtung Kamera geschaut und haben ja das eigentlich relativ brav sozusagen runtergelesen. Und damit es aber jetzt auch sozusagen so funktioniert, das Runterlesen, haben wir sie auch noch was gekauft, nämlich, irgendwas ist drinnen. Einen Teleprompter auf die Art. Sozusagen, Sie sehen, das ist ein bisschen eine Art, eine günstigere Lösung. Es ist ein Gerüst, da ist der Spiegel, da hinten sehen Sie mit der Halterung, da können Sie jetzt zum Beispiel die Videokamera, Ihr Handy hineingeben, das filmt dann durch den Spiegel durch und da herunten sehen Sie dann, da liegt das iPad. Und zu dieser Halterung gibt es dann eine eigene App, die ist dann noch kostenlos dazu. Da können Sie dann einfach Ihren Word-Text oder das aus Textdatei einfach importieren und das läuft dann wirklich, wie man sozusagen von den Radiosendungen kennt, da ab, spiegelt sich da, dass Sie das, die Kinder super lesen können und von hinten wird automatisch gefilmt. Das heißt, die Kinder müssen das jetzt nicht mehr auswendig runterlesen, beziehungsweise auswendig immer lernen und Sie können das da schön runterlesen. Sie können die Schriftgröße einstellen, können aber genauso gut die Geschwindigkeit. Das heißt, es ist auch eigentlich eine super Leseübung für die Kinder, was ihnen extrem Spaß macht. Ja, die Videoprogramme, die wir verwendet haben, sind einmal das OBS. Das verwendet man deshalb, weil es ein freies, offenes Videoprogramm ist. Das heißt, es ist kostenlos, das können Sie die Kinder überall herunterladen, können Sie zu Hause verwenden, beziehungsweise können wir auch überall in der Schule einfach verwenden. Dann haben wir dieses VideoScribe. Damit haben wir dieses Tutorial mit den Kindern erstellt, beziehungsweise erstellen wir immer mit den Kindern die ganzen Tutorials mit den Zeichnern, weil das sind einfach sozusagen schon so vorgefertigte Figuren, wie das Haus oder sowas, was sie gesehen haben. Und das können sie dann einfach so einstellen in der Geschwindigkeit und wirkt dann eigentlich sehr professionell gleich. Und dann haben wir auch noch iMovie hergegeben, einfach auch deshalb, dass sie auch sehen, wir haben auch das eine oder andere Video mit diesem Green Screen auch mit dem iPad gemacht. Das funktioniert völlig unproblematisch mit der App iMovie, die sich bereits am Tablet sozusagen befindet. Und da können Sie auch das mit den Kindern jederzeit machen. Sie brauchen eigentlich nur irgendwo einen grünen Hintergrund und können das dann auch genauso mit dem Tablet machen. Ja, als nächstes würden wir Ihnen nur kurz sozusagen ein weiteres Video zeigen, was wir mit den Kindern mal gemacht haben. Ein Portugieser und ein Türke. Was willst du über mit dem Buch anfangen? I'm shocked. Reflect about this. Nada, racismo. Nein zu Rassismus. Ja, Racismo. No, racism. No, racism. Leser Rassismus. Ich chillig. La, Rassism. Le, Rassism. Ne, Rassism. Nein zu Rassism. Le, Rassism. Ne, Rassism. No, Rassism. Thank you.
Grundsätzlich als Information, wie ist zu dem Video gekommen? Wir haben das einfach so gemacht, beziehungsweise das machen wir auch öfter in der Schule. Sie kennen das sicher auch noch von früher, dass eben auch zum Beispiel so Aufsätze gibt, wo 3, 4 Wörter vorgegeben werden oder Gegenstände, die müssen in der Geschichte einfach vorkommen. Und dasselbe war da auch, da glaube ich war es Tablet, Buch und noch irgendwas. Und genau. Und so haben sozusagen die Kinder selber sozusagen die Geschichte geschrieben. Und es war, man merkt dann einfach den Kindern ein Anliegen, wir haben extrem viele unterschiedliche Sprachen, Länder bei uns an der Schule. Und daher ist einfach dieses Video entstanden bei uns. Was vielleicht nur wichtig ist zu erwähnen, dass wir am Schulanfang bei den Eltern uns immer die Unterschrift einholen, dass die Kinder auch wirklich gefilmt werden dürfen und auch diverse Videos dann publiziert werden, um einfach sicher zu gehen, dass das für alle Eltern in Ordnung ist. Ja, und als nächstes würden wir Ihnen jetzt einen kurzen Einblick in unser Schulradio zeigen. Wir haben sozusagen ein eigenes Schulradio, was alle 2 Wochen 1 Stunde auf Radio Froh sendet. Radio Froh ist einfach sozusagen in Oberösterreich eine Art ein freies Radio. Da können Sie dann selber einfach Dinge, sozusagen, die Sie gemacht haben, einreichen. Wir haben da einfach am Dienstag immer unseren Fixplatz. Gibt es aber genauso auch in den anderen Bundesländern eine Art freies Radio, wo Sie selber dann mal was einreichen können. Das heißt, es muss auch gar keine Regelmäßigkeit sein. Trotz diese Radiosender freuen sich auch immer wieder, wenn man denen einfach nur für 1 Stunde sozusagen was ein Programm schickt und das wird dann dort abgespielt und ist dann überall, in jedem Radio können sie dann den Sender sozusagen einschalten und hören das. Und das ist natürlich dann ein Riesenerfolg für die Kinder, wenn sie ihre eigene Radiosendung oder einen eigenen Bericht wirklich im Radio hören können. Die Schulradiosendung der Europaschule Linz auf Radio Froh. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Lukas und heute haben wir besondere Gäste bei uns im Studio. 2 Mitglieder der oberösterreichischen Topband jederzeit, Reinhard Spindelberger und Philipp Riedl, mit dem Gepäck das aktuelle Album, ob das was wird. Interessantes über diese Band in der nächsten Stunde, hier auf Big Bang. Viel Spaß. Hallo, ich bin's der Ernert. Sie hören die Schulradiosendung Big Bang. Heute enthüllen wir die wahre Geschichte von der Geburt Jesu Christi. Die nun folgenden Tondokumente haben wir direkt von dem Whistleblower Edward Snowden zugespielt bekommen. Wir haben uns an einem geheimen Platz getroffen, irgendwo in Russland. Bei dieser Reise riskierten wir Kopf und Kragen. Trotzdem sind wir an die Information gekommen. Hunderte Jahre lagen diese Dokumente verschlossen in den Keller des Vatikans. Nach den Panama Papers haben wir die Vatikanität, die wir für Sie exklusiv enthüllen. Zum ersten Mal hören Sie im Radio Originalaufnahmen der Geburt Jesu Christi. Vor langer Zeit geht in ein fernes Land namens Judäa ein Zimmermann Josef. Servus, Lehrer. Und seine Freundin Maria. Ja, servus. Josef und Maria führten ein einfaches Leben. Leute anzuspielen. Genau. Grund aus Hintergrundwissen einfach, Sie sehen, sozusagen das Spektrum geht von einfach, dass man sie versuchen, irgendwelche regionalen Bands einzuladen, mit denen wirklich Interviews zu machen, bis hin zu dem, dass die Kinder sich selber sozusagen Geschichten überlegen mit einfach aktuellen Hintergrund-News. Da war das halt gerade mit dem Edward Snowden und dass man das versuchen, einfach mit den Kindern aufzuarbeiten. Bis hin zu auch zu allbekannten Sachen, wie man es vom Ö3 kennt, mit dem Ö3 Mikroman. Auch das haben wir zum Beispiel mal mit den Kindern nachgemacht. Ob Sie kurz Fragen beantworten würden, die danach im Radio ausgestrahlt werden, ist nicht immer einfach. Wenn das noch so junge Reporter wie wir machen, wird die Sache noch schwerer. Unsere Herausforderung war es, Passanten zu überzeugen, sich den Fragen zu stellen. Es waren nicht alle Leute bereit, bei der Sache mitzumachen.
Wir blieben aber hartnäckig und so konnten wir dann doch einige Personen für diesen Spaß gewinnen. Hören Sie selbst. Knifflige Fragen für schlaue Linzer. Grüß Gott, hallo. Wir sind vom Radio vor uns, gestanden eine Schulradiosendung und möchten Ihnen dazu eine Frage stellen. Ein Segelflugzeug fliegt von Österreich nach Deutschland. Es stürzt ab und bleibt auf der Grenze liegen. Wer bekommt den Motor? Das ist gut. An der Grenze. Okay, Österreicher. Österreich. Österreich, sage ich. Ja, leider falsch. Ein Segelflugzeug hat keinen Motor. Knifflige Fragen für schlaue Linzer. Grüß Gott, hallo, wir sind von Radio Froh und gestalten eine Schulradiosendung und möchten Ihnen dazu eine Frage stellen. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30 Tage. Wie viele Monate? Ja, Entschuldigung, irgendwie lasst du mal, überspringt er gleich meine Folie. So, wir machen es. Entschuldigung, ich zeige es Ihnen jetzt so einfach schnell. Genau, Sie sehen, vom bis reicht einfach das Spektrum, was man sozusagen den Kindern herzeigen einfach. Und ja, das technische Know-how dahinter muss sie eigentlich auch relativ in Grenzen halten. Die Audioaufnahmen grundsätzlich, was Sie jetzt gehört haben, haben die Kinder entweder selber einfach mit ihrem Handy gemacht, beziehungsweise, wenn wir mal sagen, wir wollten einfach eine bessere Audioqualität haben, haben wir das einfach über ein ganz normales USB-Mikrofon, was Sie auch überall zum Kaufen bekommen, verwendet. Was auch die Kinder super einfach verwenden können, weil sie brauchen das wirklich, das Mikrofon nehmen Sie her, brauchen Sie nur bei Ihrem Computer anstecken und es funktioniert. Das können Sie Ihnen vorstellen, eigentlich wie ein Headset, was Sie jetzt momentan auch so verwenden, nur halt wirklich mit einer super guten Tonqualität. Ja, Audioprogramme, die wir verwendet haben, war einerseits einmal das Audacity. Auch das haben wir einfach verwendet, weil es ein freies Programm ist, was kostenlos wieder ist, wo die Kinder darauf rumarbeiten können, die in der Schule und auch zu Hause. Und Audacity ist wirklich ein sehr, sehr großes Programm. Da muss man wirklich mit den Kindern das zuerst einmal ein bisschen durchspielen, denen die ein oder andere Funktion zeigen, weil es wirklich sehr, sehr groß ist und für das, das kostenlos ist, eigentlich extrem viel kann. Und für die App-User, weil wir haben auch den ein oder andere sozusagen Audioaufnahme und Radiosendung über das App gemacht, damit die Kinder einfach auch ein anderes Tonprogramm kennenlernen. Und da haben wir verwendet Logic Pro X. Das ist halt leider, was jetzt sozusagen für Mac halt ist, leider nicht kostenlos. Ist aber auch sozusagen auch schon ein professionelles Tonstudio-Gerät, sozusagen Programm. Und da war es uns einfach auch wichtig, dass die Kinder mal auch sowas sozusagen kennenlernen. Und ja, und was halt auch sozusagen wichtig ist, auch für Sie einfach einmal, wenn Sie das mal nachmachen, es ist natürlich auch die Möglichkeit da, dass Sie zum Beispiel ein Video aufnehmen, das Video auch mit einem externen Audiogerät, zum Beispiel nur mit einem USB-Mikrofon aufnehmen. Und Sie haben dann einfach auch die Möglichkeit, dass Sie Video und Audio sozusagen miteinander verknüpfen. Das heißt, selbst wenn Sie mit Ihrem Handy aufnehmen und da passt die Tonqualität vielleicht nicht so ganz, können Sie das ganz unproblematisch mit Ihrem Audio, mit der Audiospur dann übereinander verknüpfen. Ja, beim Aufbau der Radiosendung haben wir mal zuerst mit den Kindern erhoben, welche Themen sind oder beschäftigen die Kinder gerade, welche Themen sind gerade in den Medien vertreten und welches Thema wäre einfach spannend, als Video oder als Radiosendung zu vertonen. Wir haben dann Beiträge geschrieben, Interviews, auch natürlich Fragen formuliert und durchgeführt, die Interviews. Wir haben uns einen Einstieg überlegt und auch, wie wir das Video enden wollen oder die Radiosendung, wie es enden soll, und uns Gedanken zur Musik gemacht. Dabei ist uns natürlich sehr wichtig, dass die Kinder bereits oder die Jugendlichen darüber informiert sind, dass es urheberrechtlich geschützte Werke gibt und dass man nicht alles frei, was man im Internet verwendet, auch für die eigenen Videos verwenden darf. Und wir haben da mit einer Vielzahl an Websites gearbeitet, die wir jetzt einfach kurz herzeigen wollen. Das sind die Programme, wo wir uns die freie Musik geholt haben.
wo wirklich eine große Vielfalt angeboten wird und wo man zu jedem Thema oder zu jedem Geräusch, jedem Klang etwas findet? Ja, grundsätzlich aber auch nur einfach zur Information, sollten Sie das dann wirklich einmal wollen, dass Sie zum Beispiel bei einem freien Radio abspielen wollen, hat sie das den Vorteil zum Beispiel beim Radio Froh in Oberösterreich ist so, sie dürfen auch kommerzielle Musik, also die nicht GEMA-frei ist, auch abspielen, weil die haben einen Vertrag, wo das dann einfach automatisch sozusagen eine Gesamtsumme abgerechnet wird. Das heißt, informieren Sie sich vorher einfach, aber da sozusagen brauchen Sie Ihnen dann keine Sorgen machen, mit wann Sie etwas im Radio abspielen wollen. Jetzt zeigen wir nur zum Abschluss noch ein paar Praxisbeispiele her. Wir haben uns auch mit Büchern und E-Books beschäftigt. Das heißt, die Kinder haben selber E-Books gestaltet und Bücher geschrieben, die man dann vertont und die passenden Geräusche dazu eingefügt und das Ganze zu einem Gesamtstück zusammengefügt. Vamos por una taza de osos. Vamos por una casa de osos. Sí, vamos por una casa de osos. Atrapamos uno grande y no tenemos miedo. Espera, ¿qué es eso? ¿No es el oso? No, pasto. Pasto largo. Ja, auch da haben wir es einfach wieder sozusagen unsere ganzen Sprachen, die wir bei uns in der Klasse gehabt haben, haben wir einfach sozusagen so herzeigen können. Also sind einfach die Kinder auch stolz auf die Sprache, die sie selber haben. Und Sie sehen, viele Dinge, die wir machen, sind jetzt halt nicht nur digital, sondern wir versuchen es auch sozusagen auch aus haptisch sozusagen etwas zu gestalten. Und da haben die Kinder wirklich sozusagen das eigene Buch gemacht. Und auf manchen Seiten war dann einfach ein Querpickerl dabei, wo, wenn man dann sozusagen hingegangen ist, dann entweder dort dann sozusagen das Listening, sozusagen die Audioaufnahme gekommen ist, beziehungsweise wir haben dann die Seiten, die sie da gestalten haben, dann eben eingescannt und haben dann das sozusagen zum E-Book hinzugegeben. Weiters haben wir, dadurch, dass wir die Praxisschule der Pädagogischen Hochschule sind, haben wir auch immer starke Kooperationen mit der Pädagogischen Hochschule, wo die Kinder in den sogenannten Eisraum gehen können und verschiedene Übungen zum Programmieren durchführen dürfen und auch den Aufbau wirklich schrittweise durchgehen. Wie funktioniert das mit dem Programmieren und das einfach wirklich kindgerecht aufbereitet bekommen. Natürlich setzen wir die Inhalte jetzt nicht nur in der Pädagogischen Hochschule um, sondern auch unsere Kolleginnen und Kollegen und auch wir setzen das mit unseren Schulklassen ein und um. Und ja, Sie sehen da jetzt einfach sozusagen einen kleinen Zusammenschnitt, wie wir den sozusagen den Aufbau mit dem Programmieren gemacht haben ab der Vorschule, dass das auch einerseits was mit dem analogen Handeln ein wenig zu tun haben, dass das mit dem Algorithmus eben was zu tun hat. Und wir starten halt da, machen wir den Kindern bewusst, wie ist sozusagen der Aufbau. Da sehen Sie jetzt dann einfach die App oder das Spiel Osmo. Osmo hat diesen riesen Vorteil, Sie sehen, es hat jetzt nicht nur was mit dem Programmieren zu tun, Sie können das auch mit Tangram was machen, die Kinder können auch für Mathematik was verwenden und auch in Deutsch. Dann haben wir eben die Osobots verwendet. Sie sehen, die Osobots ist einfach super, da können die Kinder einfach einmal sozusagen auch Zeichencodes sozusagen fürs Programmieren erlernen. Und da haben Sie dann, sehen Sie jetzt noch kurz, dieses ist Cubeto. Und Cubeto ist auch einfach nur was, das haben wir selber mit den Kindern ausprobiert, ist auch schon bereits etwas, das können Sie eigentlich auch schon im Kindergartenbereich einsetzen einfach. Gut, danke einmal. Ja, herzlichen Dank für die Präsentation. Gibt es jetzt Fragen vom Plenum? Nein. Fragen zu den Materialien, zur Präsentation? Okay, dann würde ich sagen, nur mal danke an Sie zwei für die Präsentation und für den Input.
Wir machen jetzt dann um halb weiter mit dem letzten Vortrag für diesen Raum. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank, war sehr inspirierend und bis bald hoffentlich. Dankeschön. Bis bald.